Und mit diesem wundervollen Zoom, hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben und ich sehe gerade was im Hintergrund. Das sollten wir vielleicht direkt mitnehmen, weil es da nämlich diese Edelsteine gibt, die wir gut gebrauchen können. So. Wo ich immer noch nicht genau weiß, ich habe das aber zurückgestellt, ich wollte das jetzt eigentlich, wo ich, nee, Moment, halt, stopp, habe ich hier drin, was eigentlich Blödsinn ist. Ein orangefarbenes Material, das abgebaut werden kann. Ich weiß halt nicht, ob wir es brauchen oder ob wir es nicht brauchen. Das ist halt das große Problem, ne? So, das. Dann gehen wir wieder raus. Weil wir haben ja gesagt, dass wir. Nee, da nicht. So. Die Materialien nehmen wir da rein. Dass wir nochmal kurz bei Goofy vorbeischauen, was verkaufen. Und bin jetzt doof. Doch, das war hier unten, ne? Da ist schon wieder so ein Ding. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann die spawnen. Ich habe mal irgendwo was gelesen von alle 6 Minuten, aber das hatte irgendwie mit den Fischen zu tun, dass wohl alle 6 Minuten neue Fische kommen, glaube ich. Jetzt ist der auch am Angeln, wie geil. Merlin! Und mit dem Zauberstab fängst du dir dann die Fische, wenn es mit der Angel nicht klappt, oder wie verstehe ich das jetzt hier? Das ist hier mal lustig. Ach, die Karotten sind auch soweit, sehe ich gerade. Was hat. Achso, genau, ich wollte verkaufen. Oh, Moment, den nehmen wir noch mit hier. Da muss ich immer, weil die spawnen halt nicht so schnell wieder. Tut mir leid, wenn ich dich Schön, gerade ein dich zu bisschen. sehen. Ja. Es tut mir leid, wenn ich dich gerade ein bisschen unterbrechen muss hier. So, da haben wir jetzt gesagt, das verkaufen wir komplett. Wir können ja hier. Ja. Zur Not muss ich es halt nochmal neu machen. So, dann. Ein seltenes rotes Material, das abgebaut werden kann. Ich weiß halt nicht. Die verkaufen wir auf jeden Fall, damit wir wieder ein bisschen mehr dazu kriegen. Und ich verkaufe jetzt einfach mal einen von diesen Topalen, damit wir wirklich mal Geld kriegen. Wahrscheinlich ist es wirklich dazu gedacht. Nee, nicht verkaufen, sondern schon gut. Wahrscheinlich ist es wirklich. Ja. Wahrscheinlich ist es wirklich dafür gedacht, dass. Der ist inaktiv. Doch, da muss ich hin. Na, sag schon. Dass man halt wirklich das Geld bekommt dadurch. Aber ich bin mir halt nicht so sicher. Und deswegen lasse ich lieber mal ein paar da drin. So, das rechte habe ich jetzt eröffnet. Aber wir können ja die anderen auch noch eröffnen, ne? 3000. Och, das erste kostet 100 und die anderen direkt 3000. Wollt ihr mich veräppeln? Und dann für jedes, was ich jetzt hier mache, kriege ich dann hier eine Truhe. Das wäre cool. Haus der Träume-Shirt. Okay. Wir schauen, würde ich sagen. Komme ich hier rum? Ah, uns erst noch mal ein bisschen um. Perfekt. Das hatte ich gehofft. So. Edle lila Schuhe. Na gut. So, dann schauen wir mal links. Da haben wir etwas, wo wir nicht durchkommen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann gehen wir mal oben gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da können wir auch noch. Oh. Oh. Da geht's. Oh. Sind das alles? Sind das einzelne Räume oder sind das wirklich komplette Welten, wo wir jetzt hin können noch? Heftig. Also entweder sind die hier oben noch nicht freigeschaltet. Also dass die. Ah, hier ist noch was. Dass die. Also Disney das noch nicht freigegeben hat. Oder aber man muss das Ganze tatsächlich alles im Spiel freischalten. Retro-Mickey-T-Shirt. Naja. Okay. Hier oben ist aber sonst nichts mehr. Hier kann man auch nichts. Nee, da kann man auch nichts irgendwie anklicken oder so. Oder mal angucken zumindest.
Also es kann wirklich sein, dass man in der Quest weitermachen muss und dann werden die neuen Bereiche hier freigeschaltet. Es kann aber auch sein, dass das für später gedacht ist, weil es wird ja ständig weiterentwickelt, so wie ich es mitbekommen habe. Ja, dann auf nach Ratatouille. Da hätten sie die Ratte aber gerne scharf stellen können. Ja, cool. Der hat hier so einige Geburtstagstorten und so weiter. Oh, hier ist... Oh, hi! Ich wollte eigentlich erstmal mit dir sprechen, aber ist okay. Das Käsestück nehme ich auch gerne. Moment, wir schauen erstmal kurz in der Truhe. Vielleicht brauchen wir da... Oder können wir da irgendwas kriegen, was wir jetzt brauchen für die Quest? Ah, nee, es sind doch nur Klamotten. Denke ich, weil das sind, glaube ich, immer Klamotten. Oder Möbel, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, es sind, glaube ich, immer nur Klamotten gewesen, die da drin waren. So, das... Boah, das blitzt und blinkt, aber da kann man nichts mitmachen, so wie es aussieht. Dann gehe ich mal dahin, wo man noch was sehen kann und red mal mit dir. Hey, du bist es! Oh, hallo, Mensch, den ich nicht kenne. Ich bin Remi und es sieht so aus, als ob du mir zuhörst. Moment, verstehst du mich? Natürlich, ich kann jeden hier verstehen. Ich bin Gameplayerin. Normalerweise sieht man keine Ratten in der Küche. Nee, das ist doof. Aber ich habe noch nie mit einer Ratte geredet. Ja, das könnte ich auch sagen. Ich bin ein großer Fan. Wirklich? Du hast also von meinem Restaurant La Ratatouille gehört? Ach, ich Dummerchen. Natürlich hast du das. Du bist ja hier. Das ist ja toll. Entschuldige, dass ich mich kurz fasse. Aber ich muss weiter. Der Speisesaal füllt sich und die meisten meiner Mitarbeiter sind krank. Außerdem ist heute Abend ein Gastronomiekritiker zu Besuch. Ich muss einen guten Eindruck machen. Wenn er unser Essen schlecht bewertet, bin ich ruiniert. Ach, Kritiker sind die schlimmsten, ja. Kann ich helfen? Oh. Kannst du helfen? Aber natürlich. Hast du schon einmal in einer Küche gearbeitet? Nein, aber an meinem Herd. Ich bin ein Meisterkoch. Naja. Ich kann kochen. Nun, zum Glück musst du nichts allzu Ausgefallenes machen. Noch nicht. Momentan brauche ich dich nur für den Abwasch. Na, danke. Hast du schon einmal von einer Spülmaschine gehört? Ja, das würde ich jetzt ernsthaft gerne fragen. Aber gut, sicher kann ich machen. Danke und bitte beeil dich. Ich brauche sie schnell. Danke. Kein Problem. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin muss. Oder was ich machen muss. Hier ist... Achso, hier. Kann man die nehmen? Nicht? Wie mache ich das? Bonjour. Hallo. Ein wichtiger Abend im Restaurant. Wo ist das Geschirr, das ich abwaschen muss? Das schmutzige Geschirr befindet sich in den Behältern auf dem Boden. Mach sie schnell sauber. Wir brauchen sie für die Gerichte. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja, ich stehe hier direkt in der Küche. Aber ich kann es nicht aufheben. Ich bin jetzt dezent verwirrt. Hier ist es überall am Leuchten, aber die kann ich nicht aufheben. Aktive Aufgabe. Muss ich das vielleicht auch nicht? Ach, benutze deine Gießkanne. Ach, gut, man sollte... Okay, verstehe. Ich dachte, die muss ich jetzt aufheben und dann oben rechts reinsetzen oder so. Muss ich da mal weggehen oder warum funktioniert das nicht? Oder gibt es hier noch andere, die ich machen muss? Das einzige Geschirr, oder? Ne, Moment, hier ist noch was. Ist ein bisschen nervig. Ich kann ja auch nicht reinscrollen, damit ich besser gucken kann. Ah. Nö. Ich kann es machen. Ah, hier. Aha. Ich wusste doch, ich bin Meisterabspülerin. Hallo. Sauberes Geschirr. Fantastisch. Danke dir. Hey, wenn du schon mal da bist, was hältst du vom Kochen? Kochen ist eine Kunst. Ich mag Kochen nicht unbedingt, aber es ist eine Kunst. Finde ich auch. Die Art und Weise, wie die Aromen harmonieren. Es ist wie Musik. Wenn man ein ganzes Gericht zubereitet, ist das wie das Komponieren einer Symphonie. Aber genau wie in der Kunst braucht es Übung. Lass uns loslegen.
toll. Wir bereiten ein paar Gerichte zu. Eins mit Fisch und eins mit Obst. Die Zutaten, die wir brauchen, findest du in der Küche. Au revoir. Au revoir. Ich wollte aber eigentlich nicht gehen. Ich wollte eigentlich nur mich mal ein bisschen umsehen. Welche Zutaten brauchen wir denn? Finde ich in der A. Durchsuchen. Mais. Können wir die einfach alle einsammeln? Moment. Wenn ich Minus drücke, kann ich doch einsammeln. Basilikum einsammeln. Die Frage ist nur, kann ich das dann mitnehmen? Oder sind die Sachen dann weg, wenn ich gehe? So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade gekauft. 4300. Was muss ich denn machen? Ich weiß ja gar nicht. Finde einen Fisch in Remis Küche und bereite damit ein Gericht zu. Ein Fisch? Wieso sagst du das nicht gleich? Da oben ist ein Fisch gewesen. Komme ich aber nicht ran. Doch, jetzt. Aha. Den nehmen wir mit und wir nehmen einfach so... Oh, Inventar ist voll. Ich hätte vielleicht doch nicht alles... Oh, wieso habe ich jetzt alles doppelt? Oh mein Gott. Ablegen. 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 Ach so, weil die nur mit 50 gestapelt werden können. Ablegen, ablegen. Fisch lasse ich mal drin. Ich habe da so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob wir das machen können. Bonjour. Bonjour. Ein wichtiger Abend im Restaurant. Was muss ich tun? Finde einen Fisch. Sehe dich einfach in der Küche um. Ja, habe ich schon. Dann koche die Mahlzeit, die du zubereiten möchtest. Wir haben sehr viele Bestellungen. Danke. Was möchte ich denn? Ja, kein Problem. Was möchte ich denn zubereiten? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Fisch. Fischsuppe. Haben wir aber noch nicht. Oder? Nee, uns fehlt noch die Milch. Genau. Ich denke, dass das Milch war. Nee, das ist aber alles, was ich kann hier, oder? Ich habe doch gar kein Rezept mit Fisch. Nee, warte mal. Oder habe ich das eine doch? Kartoffelsuppe mit Lauch. Aber da ist halt kein Fisch bei, ne? Bereite damit ein Rezept zu. Wo kriege ich denn das Rezept her? Was ich brauche, um das zuzubereiten. Weil, ne, das wäre jetzt auch nicht verkehrt zu wissen. Moment. Ah, da haben wir erstmal Milch. Die können wir einsammeln. Ja, doch. Haha. Dann können wir, glaube ich, doch was mit Fisch machen. Ne, Moment. Karotten. Aber Fisch habe ich doch. Automatisches Auffüllen? Ja doch, wieso ist das denn hier so komisch? Egal, fange einfach mit dem Kochen an. Eine 3-Sterne-Fischsuppe. Ja, cool. Können wir das jetzt noch ein paar Mal machen vielleicht? Ich mache das nochmal. So. Dann gucke ich jetzt mal eben. Ich bin nämlich jetzt am Überlegen. Das könnten wir zum Beispiel für 414 verkaufen. Theoretisch. Aber da hier oben diese Zeichen drin sind, gehe ich stark davon aus, dass wir die leider nicht mitnehmen dürfen. Deswegen habe ich jetzt zwei gemacht. Wenn wir dann eins abgeben bei ihm. Hey, einfach mal testen. Du bist es. Das ist eine perfekte Präsentation. Du verstehst wirklich etwas von... komplementären Geschmacksrichtungen. Danke. Natürlich, ich bin ein Künstler in der Küche. Nee, ich sag mal danke. Hm? Mal sehen, ob du es nochmal schaffst. Benutze diesmal Früchte. Hoffentlich Früchte. Sehen wir uns bald. Kommt sofort. Okay, Früchte, Früchte, Obst, Salate. Fehlende Zutaten. Wieso? Ich hab doch Äpfel. Ich hab Äpfel. Müssen das tatsächlich die Zutaten sein, die hier aus der Küche kommen? Also sprich jetzt hier die Äpfel. Weil das ist ja irgendwie
streng genommen dämlich nicht, weil dann verbrauche ich nicht meine eigenen Zutaten. Insofern macht das schon einen gewissen Sinn. So, Obstsalat. Automatisches Auffüllen. Zack. Ein Ein-Sterne-Obstsalat, ja, gut. Ist halt nun mal so. Bonjour. Bonjour. Ich bin beeindruckt. Du hast definitiv Talent, Gameplayerin. Ah. Du kennst dich offensichtlich in der Küche aus. Der Beweis deine beiden Gerichte. Hm. Wir müssen uns aber beeilen. Der Gastronomiekritiker wird zu langsam ungeduldig. Bist du bereit, etwas Komplizierteres auszuprobieren? Klar. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich brauche dich nämlich, um für mich ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Es wird heute Abend der Prix-Fix sein und hey, du kannst es sogar entwerfen. Wähle zuerst die Vorspeise, ein deftiger Salat oder ein Paprikagebäck. Deftiger Salat oder Paprikagebäck? Lass uns, ich würde sagen, den deftigen Salat. Es ist ja eine Vorspeise. Okay, dann brauchst du Salat und zwei Gemüsesorten. Danke. Kein Thema. Deftiger Salat. Ja, aber muss ich dann den Obstsalat machen? Nee, oder? Ja, der Obstsalat ist ja kein Salat, ja. Was hat er gesagt? Ein Salat und zwei... Deftiger Salat mit Zutaten aus Remis Küche zu. Ja, aber woher soll ich denn wissen, wie der deftige Salat gemacht wird? Muss ich das nur mal nachfragen? Hey, du bist es! Ein wichtiger Abend. Das Gericht deftiger Salat. Ah, du brauchst dafür Salat und zwei Gemüsesorten. Au revoir! Ja, war ich schon. Okay. Salat und zwei Gemüsesorten. Ich glaube, den Salat haben wir aber auch eben nicht genommen. Da liegt wohl wahrscheinlich das Problem. Ja, da und an meinem Inventar. So, dann würde ich sagen, nein, ach so. Ja, das war natürlich nicht schlecht. Die habe ich doppelt. Dann ablegen. Zwei Gemüsesorten. Was nehmen wir denn da am besten? Ach, Mais haben wir auch noch. Der ist hier oben drin. Legen wir auch mal einmal ab. So. Oh, nein! Ach, scheiße. Ja, das ist ja schön, wenn ich das ablegen kann, aber... Ich muss aber hier oben dran durchsuchen. So, den müssen wir jetzt mal so machen, weil sonst geht's nicht... Nur Bananen noch dazu. Ist aber Obst. Nee, Moment. Was nehmen wir denn am besten? Zucchini zählt doch offiziell zu Gemüse, oder? Ich habe schon wieder mein Inventar voll. Oh, langsam wird es nervig hier. Ablegen. So, wir probieren es mal mit der Zucchini. So, mach schon. Deftiger Salat. Können wir anscheinend irgendwie selbst machen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Rezept wollen wir jetzt nicht. Hier, was haben wir gesagt? Obst? Das muss man reinziehen. Salat und... Gemüse hatten wir gesagt, ne? Ja, machen wir einfach mal. Inventar ist voll. Ach so. Oh, das ist das, was drin ist, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir das ab, so. Ja, Inventar ist immer noch voll. Ist nicht schlimm. Deftiger Salat, Stufe 3. Okay. Kochbuch wäre Ach so. Salat und zweimal Karotten hätten jetzt. Ah, okay, Moment. Wir machen mal Salat rein. Und haben keine Karotten jetzt dabei. Okay, dann... Ich möchte das jetzt mal machen. Ich möchte einfach nur mal gucken. Wir haben gar keine Möhren hier, oder? Doch, da. Die können wir aber nicht nehmen. Da vorne sind auch keine Möhren. Ja, er hat es zwar jetzt gesagt.
aber wir können keine Möhren nehmen. Möchtest du dies weitergeben? Ja, warum nicht? Minus Hallo! Eins. Achso. Schau dir diese Vorspeise an, die du kreiert hast. Sieh dir dieses Erlebnis an, das du geschaffen hast. Weißt du, jede Geschmacksrichtung ist einzigartig, aber wenn man sie kombiniert, entsteht etwas Neues. Und dabei geht es nicht immer um Innovation. Manchmal belebt man auch Vergangenes neu. Essen kann Erinnerungen wecken. Ja, wie meine Familienrezepte. Ja, genau. Jetzt wollen wir ein Gericht machen, das die Menschen an etwas Tröstliches erinnert. Als Hauptgericht haben wir eine Pizza Margherita oder einen Gemüseauflauf. An etwas Tröstliches? Ja, dann natürlich die Pizza. Pizza. Eine ausgezeichnete Wahl. Finde ein einfaches Rezept für Pizza. Es ist hier irgendwo. Dann verfeinere den Geschmack mit Gewürzen, damit es eine Pizza Margherita wird. Hoffentlich sehen wir uns bald. Oh Gott, mit Gewürzen dann auch noch verbessern. Ist hier irgendwas am Blinken irgendwo? Abgesehen mal von den 2000 Sachen, die ich hier auf den Boden geworfen habe. Ich sehe ja kein Rezept. Ist hier irgendwo ein Rezept dabei? Oje, oje. Da kann man ran, aber da ist ja kein Rezept. So, dann. Warum kann ich das nicht? Weizen, Tomate, Käse. Weizen. Tomate und Käse haben wir nicht. Also wir machen... Ich wollte eigentlich den Fisch ablegen, aber ist okay. Ich denke mal, die brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Und die Frage ist, brauchen wir die Sachen jetzt hier noch? Fischsuppe. Aber das levelt auch irgendwie, glaube ich, bei mir nichts, ne? Butter. Würde ich jetzt mal weglegen. Was habe ich jetzt gesagt? Weizen, Tomate, Käse. Weil, nee, das ist ein Apfel. Das ist auch ein Apfel. Tomate. So. Schmeißen wir wieder die Hälfte raus. Käse ist da hinten. So. Da schmeißen wir auch wieder die Hälfte raus. So. Schwupp. Nimmt er das hier direkt schon an? Nee. Weizen, Tomaten, Käse. Moment. Käse, Weizen und Tomaten. Und ich sollte eigentlich Gewürz dazu machen, aber da stand jetzt nichts von drin. Deswegen fange ich jetzt erstmal so an zu kochen. Neues Rezept. Ich hoffe, dass ich das dann auch wirklich herstellen kann. Also, dass ich das jetzt gelernt habe. So, und dann Weizen, Tomate, Käse und Oregano ist geil. Oregano und ein bisschen Basilikum. Keine Ahnung, ob das schmeckt, aber Oregano schmeckt auf jeden Fall. Ich habe doch jetzt keine Äpfel benutzt. Ach nee, das sind die Tomaten. Ach, ich dachte gerade schon. So, ablegen. Okay. So. Pizza Margherita. Ah, 4 Sterne. Wir werden schon mal besser. Okay. Ja. Hier kann man anscheinend viel ausprobieren, so wie es aussieht. Möchtest du dies weitergeben? Pizza und das Rezept. Ja, muss ich ja wohl. Hey, du bist es! Das Gericht war perfekt, aber du bist noch nicht fertig. Der letzte Gang ist der Nachtisch. Nachtische sind sehr wichtig. Sie sind der letzte Geschmack, den dein Gast mit nach Hause nimmt. Wenn wir keine fabelhaften Nachtische im Angebot haben, wird uns der Gastrokritiker in die Luft zerreißen. Okay, willst du einen Bananenkuchen oder einen Apfelkuchen? Banane finde ich zu schwer, so fürs Ende. Apfelkuchen.
Obwohl Bananenkuchen. Also ich persönlich würde lieber den Apfelkuchen nehmen, aber ich mache mal Bananenkuchen. Eine wunderbare Wahl. Diesmal lasse ich dich alleine arbeiten. Du brauchst 3 Zutaten und denk daran, das Wichtigste für jeden guten Kuchen ist Butter. Danke. Butter, Banane und was noch? Also Käse werden wir auf jeden Fall nicht brauchen. Dann lege ich schon mal ab. Es geht um Kuchen, also vielleicht Milch. Oder? Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wie man Kuchen backt. Ich mache das immer nach Rezept. Moment, Butter haben wir auf jeden Fall schon mal hier. Banane hatten wir jetzt gar nicht, oder? Nee, Banane haben wir gar nicht drin. Banane ist da oben. So. Banane. Banane! Banane! So, dann schmeißen wir das wieder ab. Also, ne? Werfen wir das ab. So. Schon wieder vergessen, was wir haben wollten. Banane, Butter. Und ich habe überlegt, Milch reinzutun. Ich habe keine Ahnung. Fangen wir einfach mal an und hoffen mal das Beste. Es wird wahrscheinlich absolut ungenießbar werden. Es ist ein Shake rausgekommen. Ja. Ich wollte eigentlich einen Kuchen machen, aber ist in Ordnung. Ja, ich kann dann tatsächlich den Shake... Das ist aber wirklich super, weil, wenn ich das hier richtig verstehe, kann ich hier quasi machen, was ich will und ein bisschen ausprobieren und alles und da kriege ich die ganzen Rezepte dadurch her. Das ist richtig cool. Was richtig scheiße ist. Dass ich jetzt nicht weiß, was da reinkommt. Also Banane und Butter. Müssen wir vielleicht viel Butter nehmen. Ach so, Eier. Ach, ich bin so doof. Klar. Ja, ach, ich weiß. Mann. Ich bin wirklich dämlich. Aber pst, ich habe nichts gesagt. Den Mais, den legen wir mal ab. Und Salat legen wir natürlich auch ab. So, dann haben wir sonst noch irgendwas, was hier... Ich kann hier gar nichts sehen. Nee, sonst ist hier nichts drin, ne? Wir brauchen nur die Eier. Ah, mein Gott, wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Okay, ablegen. Zack. So, komme zu mir. Ich werde eine ganz vorzügliche Bananenkuchen machen. So, Butter, Banane... Mit Schale und Eier ungekocht. Und ich habe hart gekochte Eier. Wie zur Hölle komme ich mit Butter, Banane... Gut, die Eier, okay. Wie komme ich da drauf auf das Rezept hart gekochte Eier? Achso, der hat die Eier jetzt nur angenommen. Ja, aber Bananen... Achso. Ach, ich bin auch so blöd. Bananenkuchen hat ja auch gar nichts mit Bananen zu tun. Aber wir probieren jetzt einfach mal so ein paar Sachen aus. Das ist lustig. Da kann man echt, echt coole Sachen mitmachen. Achso, mein Inventar ist voll. Moment. Also Fisch werden wir ja wohl nicht da drin brauchen. Wobei ich natürlich nicht weiß. Ja, ich mach mal Oregano weg. Jetzt sind wir wieder bei hartgekochten Eiern mit Butter und Eier diesmal. Okay. Können wir vielleicht doppelt Butter nehmen? Ich weiß nicht, bringt uns das irgendwas? Das? Und Eier und muss man nicht auch Milch reintun? Ich habe keine Ahnung. Weizen könnte ich ja schon mal wegtun. Weizen? Ja gut, Weizen. Oder soll Weizen Mehl symbolisieren? Aber dann wäre es ja nicht Weizen, oder? Also das könnte natürlich sein. Also bei Silikon brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die haben es heute mit hartgekochten Eiern. Ich weiß nicht warum. Soll ich die Eier weglassen? Ich kenne es jetzt nur so, wenn ich irgendwas mache, dass ich Eier... Also ich probiere mal Weizen in Form von Mehl halt. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Ja, dann habe ich aber Safran.
Ich nehme es einfach trotzdem mal. Wir probieren einfach mal. Die Bananen. Ich glaube, das sind die einzigen, die ich tatsächlich wegmachen kann. Ich habe nur gedacht, gut, vielleicht braucht man das so als Zutat. Haferbrei. Ich weiß nicht, ob ich noch mal jemals... ob ich noch mal jemals das Rezept bekomme. Einfach nur mal so Fisch und Zwiebel. Vielleicht sogar noch mit Butter. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn die Butter nicht dazugehört, dann macht das ja raus, ne? Können wir dadurch irgendein Fischrezept eventuell kriegen? Ah, wunderbar. Oh, sogar mit allen drei Sachen. Nee, Moment. Verwendet. Mit Fisch und Karotte. Also hat er nur den Fisch genommen. Okay. Mitnehmen kann. Ja, aber cool. So, dann nehme ich mir die Bananen doch nochmal mit. Und keine Ahnung, ich versuche es jetzt auf jeden Fall mit mehreren Sachen nochmal. Auch mit den Bananen, eine gelbe Frucht, die von Stauden gepflückt werden kann. Ja, das bringt mir natürlich nicht wirklich viel, das zu wissen. Ja, ich schalte euch dann hinzu, sollte ich tatsächlich noch etwas herausfinden. Bis gleich. So, wir haben das mit der Milch gehabt und ohne. Ich würde jetzt einfach mal die Bananen wieder reintun. Butter ist ja Hauptbestandteil. Weizen und Eier, würde ich sagen. Yes! Oh, die Eier waren zu viel. Ja, und da sind wir wieder. Ich habe es endlich geschafft, nachgefühlt. Keine Ahnung, wie viel versuchen. Ich habe mir auch schon wieder was Neues von denen geholt. Ein 3-Sterne-Bananenkuchen. Ja, wunderbar. Oh, sehr gut. Dann können wir hier endlich hoffentlich abschließen. Möchtest du dies weitergeben? Ich würde es gerne behalten. Sagen. Achso, nee, nicht das Essen. Bitteschön. Bonjour. Der Ansturm für das Abendessen hat begonnen. Eine Bestellung. Jemand möchte einen Ranch-Salat. Ich überlasse die Bestellung dir, aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Unser Ranch-Salat wird aus... Oh Gott. Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln. Salat, Tomaten... Au revoir. Mais, Paprika und Zwiebeln. Scheiße. Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln. Ah! Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln. Weil es steht nicht mehr drin. Ich muss mir das mal eben ganz schnell aufschreiben. Ich würde auch sagen, dass ich mir mal eben einen neuen Zettel hole, falls der mir noch andere Sachen hier sagt. Wenn er mir mal den Zettel geben würde. Ich wollte eigentlich schon lange mit dieser Folge aufhören. Das ist doch scheiße. Ach, wir haben jetzt so lange darum gemacht. So, Moment. Ablegen. Ablegen. Ich gehe stark davon aus, dass wir das sowieso nicht benutzen dürfen. Das legen wir auch ab. Das legen wir auch. Achso, da oben ist auch noch was. Zack. So. Stell ihn auf die Servierluke. Welche ist das? Egal, wir müssen erstmal... Was habe ich jetzt gesagt? Mais brauchen wir auf jeden Fall. Ist das Mais hier? Ja, ich glaube ja. Nee, das ist Banane. Die Banane. Da hinten ist auf jeden Fall Paprika. Ach, Mais ist links gewesen, habe ich gerade gesehen. So, Paprika haben wir gesagt. Mais, Zwiebeln, Tomaten. Tomaten haben wir hier nicht. Mais, Zwiebeln, Tomaten. Ach so, Salat brauchen wir aber noch. Nein. Grrr. Ich hasse es, wenn sowas passiert. So, Tomaten. Salat. Mais. Und Zwiebeln. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt noch ein Plätzchen frei. Sonst muss ich gleich was rauswerfen. Also, wir hatten Mais, Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Mais, Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Salat. Genau, das war das Letzte. So.
Und wir schmeißen dann den Salat mal eben weg. Yes, ein 5-Sterne-Rezept. Sehr geil. Cool. Ach so, auf die Servier. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wo das sein soll. Das hier, nee. Was scheitert jetzt daran, dass ich keine Ahnung habe, wo ich das jetzt hinlegen soll. Das ist alles nur zum Aufheben. Ich sehe auch nichts, wenn das immer wieder weggeht. Ah, Moment, interagieren. Ah, okay. Übertragen. Zack. Ach, da hinten geht's rein. Okay, verstehe. Verstehe. Lauf weiter. Hey, du bist es. Der Gastronomiekritiker wartet auf das Hauptgericht. Natürlich hat er meine Spezialität bestellt. Das Ratatouille. Hm. Und wir werden in einer Stunde frühestens fertig sein. Ich bin gerade mitten an 3 anderen Bestellungen. Könntest du aushelfen? Breite ein perfektes Ratatouille zu. Ich habe dich beim Kochen beobachtet. Du schaffst das. Es sind Gemüse und Gewürze und Erinnerungen. Los. Gemüse Danke. Und Gewürze. Aber er sagt nicht welche. Okay. Gemüse und Gewürze. Gewürze haben wir jetzt keine mehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Basilikum? Ja, war klar. Gemüse und Gewürze. Nehmen wir da erstmal die Hälfte von raus. Da auch und da auch. Gemüse und Gewürze, Gemüse und Gewürze. Nehmen wir noch Oregano. Und noch etwas Mais. Oder auch nicht. Ach. Hä? Moment. Gemüse, Gewürze. Davon kann ich die Hälfte wegmachen. Davon auch. Ach so, weil ich nicht beide nehmen konnte. Oder wieso war das jetzt... So. Zwiebel können wir auch mitnehmen. Keine Ahnung. Och, Leute. Das nervt so total. Gemüse und Gewürze. Moment, das ist von hier. Das können wir auch noch ablegen. So. Die Butter hätte ich vielleicht noch ablegen können. So. Ich habe doch keine Ahnung, was ich wie kochen soll. So, Gemüse und Gewürze. Wir machen das jetzt mal einfach ganz deftig. Wir hauen einfach alles an Gewürzen rein. Und hauen einfach hier ein bisschen Gemüse rein. So, zwack und los. Keine Ahnung, ob das schmecken kann. Köstliches Gemüse habe ich immerhin zubereitet. Ja, okay. Gut, das ist nicht das, was ich jetzt wollte. Aber es ist auch etwas, was man machen kann. Das Problem ist nur, Tomaten gehören ja auch noch zum Gemüse. Ich haue einfach noch die Zwiebeln rein. Gewürze dürfen wir nicht vergessen, ne? Was haben wir denn sonst noch? Haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Nein? Ach so. Das Gemüse kann ich mal ablegen. So. Jetzt habe ich wieder köstliches Gemüse. Das ist ganz toll. Und mit der Aubergine habe ich auch noch nichts gemacht. Wobei Aubergine könnte vielleicht zum Ratatouille gehören. Ich bin ganz ehrlich, ich habe so lange den Film auch nicht mehr geguckt. Ich habe absolut keine Ahnung, was der da reingemacht hat. Ich hau jetzt mal die Aubergine rein. So. Zucchini kann eigentlich nie schaden. Ist was, was keinen Eigengeschmack hat. So. Dann die Tomaten habe ich ja eben auch schon da reingehauen. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Die Zwiebeln hätte ich gerne dabei, weil ich denke mal, dass das irgendwie guten Geschmack gibt. Jetzt habe ich aber nur noch einen Platz. Machen wir einfach Basilikum. Ich habe keine Ahnung.
Oh, endlich. Oh. Okay. Oh. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Bonjour. Ein wichtiger Abend. Der Kritiker wartet auf sein Ratatouille. Ah, Entschuldigung, oh. Entschuldigung. Ich habe dich beim Kochen beobachtet. Du schaffst das. Ja, ja, Servierluke. Hoffentlich sehen wir uns bald. Servierluke. Ich hab's wirklich verpennt gerade. Entschuldigung. Hallo. Der Gastronomiekritiker hat dem Ratatouille 5 Sterne gegeben. Was für eine Erleichterung. 1000 Dank. Weißt du, Gameplayerin, du bist eine sehr talentierte Köchin. Naja. Willst du für mich arbeiten? Eigentlich habe ich ein Restaurant für dich in meinem Dorf. Es wäre eine großartige neue Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen beim Kochen und es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um etwas zu recherchieren. Weißt du was? Das mache ich. Ich komme in dein Dorf und helfe dir mit deinem Restaurant. Moment, beinhaltet dieses Stellenangebot eine Unterkunft? Ich kann nicht in der Küche schlafen. Das wäre nicht hygienisch. Ich brauche definitiv ein Haus, bevor ich gehen kann. Au revoir! Das heißt, platziere Remis Haus im Dorf. Drücke F, um zu den Möbeln zu gelangen, die im Haus aufgestellt werden sollen. Platziere Remis Haus im Dorf. Drücke F. Kann ich jetzt hier nicht, ne? Kann ich wahrscheinlich nur draußen. Ja, also ich denke mal, da das jetzt alles so lange gedauert hat mit den ganzen Rezepten, dass ich wahrscheinlich meine ganzen Fehlversuche ein bisschen abkürzen werde. Also seht es mir nach, wenn ich zwischendurch mal so einen kleinen Cut mache. Es hat jetzt insgesamt... Du findest im Bereich Möbel, öffne das Inventar oder drücke F. Also F heißt Möbel, oder? Öffne das Häusermenü und wähle das Haus aus, das du platzieren möchtest. Platziere es am gewünschten Ort im Tal. Bitte Dagobert um Hilfe, wenn du es verbessern möchtest. Ah. Also F. Genau, mit F komme ich auf die Möbel. Das schreibe ich mir auch nochmal kurz auf. F. Möbel, weil dieses Kürzel haben wir nämlich noch nicht kennengelernt bisher. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man die Kürzel auch kennt. So, Remis Haus. Aber wo tue ich den jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Einfach irgendwo, wo Platz ist? Weil ich weiß nicht, oder hier oben vielleicht? Hallo? Ich glaube, da ist nicht so... Kann ich das drehen? Moment, Gegenstand drehen? Ist da überhaupt die Tür? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, die ist auf der anderen Seite. Kann das sein? So. Das ist hier gerade so ein bisschen am Haken irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich müsste ich das... Ich müsste das hier hinstellen. Kann ich nicht. So, dann mache ich den Baum jetzt mal einfach dahin. Mach das doch mal weg hier. So, das Pflänzchen und so, das kommt dann alles so ein bisschen weg. Das auch. So, hier brauche ich doch, Moment, dahinter ist noch was. So. So. Dann nochmal das Haus. Da hinten ist das Baustellenschild. Also nehme ich an, dass das so rum ist, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mach's mal so dahin. Nee, darf ich nicht. Ach, weil da irgendwas... da steht irgendwas immer noch im Weg. Moment. Ach, diese Folge zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und warum? Weil ich hier nichts hinstellen kann. Warum stört das denn, wenn das hier im Weg ist? Das verstehe ich irgendwie nicht. Oder muss ich das hier wegmachen? Mit der rechten Maustaste könnt ihr das übrigens wegmachen. So, kann es sein? F, zack. Das Haus. Ich muss ein bisschen andersrum machen. So, und dann auf die Seite. Ah, jetzt kann ich es machen. Okay, perfekt. So, dann gehe ich mal hier raus. Und... muss nochmal mit Dagobert sprechen, glaube ich, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Benutze das Schild mit Dagobert. Ach so, Moment. Benutze das Schild mit Dagobert.
Dann war das wahrscheinlich das Schild. Ah, ja, ich habe es von der anderen Seite aus nicht gesehen. Freischalten. Hallo. Hi. Remy mag ein kleiner Koch sein, aber er hat einen feinen Geschmack und höhere Ansprüche. Wenn du ein Haus haben willst, das seinen Ansprüchen gerecht wird, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Ernsthaft? Aber ich hab ja zum Glück... Okay. Mit einem solchen Spitzenkoch in der Nähe kann die Wirtschaft des Tals so richtig in Schwung kommen. Hilfe! Wow! Heiße Remy, willkommen! Wow! WTF, was für eine Hütte! Was passiert jetzt? Achso! Hallo! Wo kommst du denn her? Ich dachte, du kommst aus dem Schloss raus. Ja, wir machen einen... Yeah, es sieht dämlich aus. Aber ist egal, wir speichern es trotzdem. Ja, so sieht man ja nichts mehr von ihm. Man kann es jetzt auch nicht... Ja, egal, lass uns hier mal rausgehen. Hier drüben! Ja, ich sehe dich, auch wenn du klein hey, bist. Hey, du bist es! Wow, dieser Ort ist wunderschön und kommt mir irgendwie bekannt vor. Hä? Es kommt mir fast so vor, als ob ich schon einmal hier gewesen wäre. Seltsam. Ja. Nun, jetzt habe ich keine Zeit mehr, um darüber nachzudenken. Ich habe ein Restaurant zu eröffnen. Sehr schön. Und da geht dahin unser Kleiner. Neue Gestaltung eines Restaurants. Achso, Aufgabe gestartet? Ah, okay. Ja, deswegen steht er auch davor, so wie es aussieht. Ich weiß nun gerade nicht, warum Dagobert jetzt eigentlich davor steht. Aber egal, ich will das Ganze jetzt nicht noch länger verzögern. Weil laut meinem Timer sind wir schon eine Stunde an dieser einen Aufgabe dran. Seht es mir bitte nach, wenn ich das Ganze ein bisschen zusammenziehe. Vielleicht werde ich kurz zeigen, vielleicht anhand von Screenshots oder irgendwas, werde ich da mal kurz zeigen, welche Gerichte ich wie gemacht habe, dass das Ganze ein bisschen schneller ist und dieses Hin und Her und auf den Boden werfen und alles, dass das nicht so drin ist. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze schneide, damit es nicht ganz so lange ist, also keine Stunde ist. Deswegen muss ich jetzt hier auch ganz schnell mich erstmal verabschieden. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit ja, der Neugestaltung des Restaurants. Bis zur nächsten Folge. Ciao!